Hat sich also auch der Verfassungsschutzpräsident geäußert, Christina Lewinsky, er selbst ja auch unter Druck. Ja, zunächst mal, Thomas, sind diese Äußerungen natürlich doch von einer immensen politischen Tragweite, dass Hans-Georg Maaßen sagt, möglicherweise handelt es sich hier um gezielte Fehlinformationen, um möglicherweise die Öffentlichkeit abzulenken von dem Mord an dem 35-Jährigen. Und politische Tragweite erstens, weil er direkt der deutschen Bundeskanzlerin widerspricht, die gesagt hat, wir haben Videoaufnahmen, die beweisen, dass es diese Hetzjagden gegeben hat. Zweitens macht er natürlich einen ungeheuren Vorwurf, eine ungeheure Unterstellung an die Journalisten, an die Presse, die berichtet haben über die Vorfälle, die auch Augenzeugenberichte wiedergegeben haben, unter anderem von Chemnitz Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig, die selber berichtet hat, sie hat diese Verfolgungsjagden gesehen. Ja, und drittens tut er das Ganze in einem Interview in einer Tageszeitung, ohne dass er das bei einem offiziellen Termin möglicherweise mit Beweisen belegen kann, seine These. Ja, und du sagst es, Hans-Georg Maaßen selber seit Wochen unter Druck. Die Opposition wirft ihm vor, er habe sich heimlich mit AfD-Politikern getroffen. Außerdem habe er Presseberichte anwaltlich beseitigen lassen und unterbinden lassen, wo es um den V-Mann rund um den Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri ging. Und er muss möglicherweise sich noch im September vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages dazu äußern und vielleicht dann auch jetzt zu diesen erneuten Äußerungen Stellung beziehen. Christina, danke für den Moment.